Hi ihr Lieben, wie leben wir Einheitsbewusstsein in dieser dualen Welt? Die meisten von uns wissen, wir sind alle eins. Die meisten von uns wissen, alles ist miteinander verbunden. Und trotzdem ist eine der größten Herausforderungen, das täglich zu leben. Und das geht mir nicht anders als dir. Dieses Bewusstsein zu leben, in der Einheit zu sein. Denn das eine ist natürlich zu verstehen und rational für sich als Wahrheit anzuerkennen, ja, wir sind alle eins, alles ist eins. Es gibt nur das eine. Die eine Quelle, das eine Bewusstsein, die eine Schöpferenergie, es gibt nur das eine Göttliche, aus dem wir alle kommen und das unser aller Kern ist. Und nicht nur wir, sondern alles, was es in der materiellen Welt und in der immateriellen Welt gibt. Ja, das kann man so als Tatsache annehmen und sagen, ja, so ist es, das fühlt sich für mich richtig an, das kann ich auch irgendwie verstehen. Ja, so ist es. Aber was bedeutet das denn für unser alltägliches Leben? Denn das Problem ist, dass wir in einer Welt leben, in der eben nicht alles eins ist, sondern divers. Ja? Und zwar durch die Dualität, durch die Polarität ist es möglich, auf einer Skala in unterschiedliche Richtungen zu gehen. So empfinden wir das hier und so ist es hier aufgebaut. Das heißt, wenn wir jetzt anerkennen, ja, alles ist eins und das weiß ich, das ist die Wahrheit, heißt es aber, dass wir dennoch in einer Welt leben, wo die Erfahrung eine ganz andere ist. Die Erfahrung ist, ich bin getrennt. Die Erfahrung ist, du hast eine andere Meinung. Die Erfahrung ist, es gibt ein Du, es gibt einen Tisch, es gibt eine Welt da draußen, es gibt Gefühle und Gedanken in mir. Das ist unsere Erfahrung. Die tägliche Erfahrungswelt hier ist dual und nicht non-dual, ist nicht Einheit, sondern die tägliche Erfahrung, die wir hier so machen, ist eben Getrenntheit. Und jetzt ist die Frage, wie können wir unsere Gewissheit über alles ist eins, also das Einheitsbewusstsein, leben in unserem Alltag in dieser Welt. Und das ist es, was die Menschen beschäftigt, die sich mit ihrer spirituellen Entwicklung beschäftigen. Denn irgendwann kommen wir an diesen Punkt, wo wir merken, es geht nicht darum, wer recht hat oder nicht, ja, welcher Glaube richtig ist und welcher nicht. Ganz im Gegenteil, es geht darum, anzuerkennen, dass alles richtig ist und dass alles Illusion ist. Ja, beides. Dieser non-duale Ansatz. Und mit diesem Video möchte ich jetzt für alle die, die diese Frage stellen, und wenn du diese Frage stellst, wie kriege ich denn das hin in meinem realen Alltag? Denn wir leben hier auch noch als Menschen. Wie kriege ich das hin, im Einheitsbewusstsein zu leben? Und mich eben nicht ständig mit dieser Dualität oder in diese Dualität hineinziehen zu lassen. Okay, erster Tipp, der hilfreich ist, und der absolut notwendig ist, als erster Schritt ist. Wir können nicht in der Non-Dualität leben, solange wir identifiziert sind mit unserer Persönlichkeit, mit unserem Menschen, ja, mit deinem Namen, mit deiner Geschichte, mit deiner Herkunft, mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, mit deinen Glaubenssätzen. Solange wir in unserer Person sind, in unserem Menschen, können wir nicht non-dual sein. Denn schon dieses Identifizieren mit dem Ich bedeutet, ich separiere mich, ich trenne mich von etwas anderem, vom Du oder von dem da draußen, von dem, was nicht ich bin. Und das ist schon dual. Also, der erste Schritt ist die Aufgabe, das Aufgeben von der Identifikation mit dem Ich. Erst wenn ich in dieses Bewusstsein, dass ich bin mehr als nur ich, meine Persönlichkeit, mein Ego, mein Konstrukt. Ja, ich bin das auch. Aber das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil von mir. Ich bin viel mehr. Ich bin Bewusstsein. Ich bin Einheitsbewusstsein. Ich bin alles. Oder Teil von allem. Indem wir bereit sind, unser Festklammern oder Festhalten an der Identität aufzugeben, ist es uns möglich, das Einheitsbewusstsein zu spüren. Ja? Es geht nicht zu sagen, ich möchte im Ich bleiben und
Non-Dualität leben. Nicht möglich. Also das Erste ist, wenn du sagst, ja, auf dieser Spur bin ich auch, dann darfst du gucken, wie oft bin ich noch im Ich und möchte ich aus dem Ich heraus die Non-Dualität leben. Denn das geht nicht. Ja, ist nicht möglich. Erst dieser Eintritt in diese Nicht-Abgrenzung ermöglicht es uns, in die Einheit zu kommen. Das ist das Erste. Also der erste Schritt ist die Desidentifikation mit unserem Ich. Und für manche ist das schon eine Herausforderung, weil sie sagen, wenn ich nicht mehr ich bin, wer bin ich denn dann? Was gebe ich denn da auf? Ja, da kommen vom Ich selber, vom Ego selber produziert Angstgefühle hoch. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, mein Ich aufzugeben, meine Identifikation aufzugeben. Aber das ist notwendig, wenn wir hier non-dual leben wollen. Der nächste Schritt ist, dass wir genau das, was wir immer ankonditioniert bekommen haben, dass wir das verändern dürfen. Und das ist das Urteil. Ja, wir dürfen beobachten und wahrnehmen und auch schauen, was ist im Einklang mit unserer Wahrheit und was nicht. Aber das ist etwas anderes als urteilen. Die meisten von uns gehen den ganzen Tag durchs Leben und urteilen über alles und jeden die ganze Zeit. Das muss nicht schwerwiegend sein, aber es sind ständig kleine Nuancen den ganzen Tag über. Und da kannst du selber dich mal beobachten, wie oft du am Tag ein Urteil fällst. Ja, in Gedanken. Das heißt, der nächste Schritt zur Non-Dualität ist das Loslassen oder Abgeben von Urteilen. Nicht mehr urteilen, nicht mehr sagen, das sind die Guten, das sind die Bösen, das ist richtig, das ist falsch. Ja, du darfst Präferenzen haben. Wir dürfen Präferenzen haben und sagen, das ist von mir eher gewünscht und das nicht, weil das im Einklang mit mir ist und das nicht. Und dann dürfen wir das auch leben, deshalb sind wir eben auch hier, um herauszufinden, was ist im Einklang mit mir und was nicht. Diese 3D-Welt existiert, damit wir uns darüber klar werden, wer wir sind und wer wir sein wollen, als wer wir leben wollen. Aber wenn wir gleichzeitig alles verurteilen, was nicht uns entspricht, sind wir nicht der wir sein wollen, wenn wir non-dual sein wollen, wenn wir erweitertes Bewusstsein sein wollen, wenn wir unsere wahre Essenz von Liebe und Licht sein wollen, dann geht es nicht, indem wir das verurteilen, was uns nicht passt, sondern indem wir das, wo wir merken, oh, das ist nicht passend, anstatt es zu verurteilen, was Dualität bedeutet, das ist genauso ein Teil von mir, denn alles ist ein Teil von mir, von meinem wahren Sein. Das heißt, das lässt mich erkennen, was mein wahres Sein ist. Denn das ist von der Frequenz, von der Art und Weise, von dem Inhalt, von was auch immer, ob es eine Person ist, ob es eine Situation ist, ein Thema ist, das entspricht nicht mir. Das heißt, ich darf das, was ich eigentlich verurteilen möchte, segnen als Danke, du zeigst mir gerade, was nicht mir entspricht, was ich nicht bin in meiner Essenz. Ja, im Großen und Ganzen ist es auch ein Teil von mir, aber in meiner Essenz, in meiner Quellenessenz, ja, höchst schwingende, sage ich jetzt mal, Liebesfrequenz, da passt es nicht rein und deshalb empfinde ich da vielleicht zunächst dieses Urteil, aber dann zu sagen, in der Einheit erkenne ich, dass darin nur eine Botschaft für mich liegt, die mir etwas über mich sagt. Und wenn du durch den Tag gehst und alles, was du siehst, als Übung nimmst, als Übungsfeld, nicht zu urteilen, bist du auf dem Weg in die Non-Dualität. Denn Non-Dualität und Urteil sind sehr eng miteinander verknüpft. Das heißt, wenn wir urteilsfrei durch unser Leben gehen, und ja, das ist eine Herausforderung, aber dann ist das eine non-duale Art, mit Dingen umzugehen. Dann nehmen wir alles, was da ist und schauen ständig, und jetzt ist die Frage, ja gut, aber dann ist es dann da und dann urteile ich nicht, was mache ich dann, anstatt zu urteilen damit? Denn es ist ja immer noch so, wie es ist und ich merke immer noch, das ist nicht das, was von mir gewünscht ist oder nicht das, was im Einklang mit mir ist. Was du dann machst, ist, du segnest das, was du gerade noch verurteilen wolltest, du segnest das als das Zeichen, die Chance für dich zu erkennen, wer und was du wirklich bist.
Ja, das ist ein Lehrmeister und du nimmst jede einzelne Herausforderung und jede einzelne Situation am Tag als diesen Lehrmeister. Denn das ist es, wozu wir hier sind, um unser Leben als Lehrer zu erkennen, um jede Situation als Lehrer zu erkennen. Und dann dürfen wir die Frage stellen, was kann ich da für Lehren rausziehen? Was kann ich da gerade lernen? Wie kann ich mich da gerade entwickeln? Wie kann ich daran gerade wachsen? Wie kann ich dadurch noch mehr leben und zeigen und verwirklichen, wer und was ich wirklich bin und was ich wirklich hier leben möchte? Wenn ich etwas Unfriedliches wahrnehme, anstatt es dann zu verurteilen und zu sagen, diese duale Welt macht es mir so schwer, hier non-dual zu sein, so schwer im Einheitsbewusstsein zu sein, weil es da ständig den Unfrieden gibt oder Aggression oder jemand, der mich nervt oder ärgert oder verletzt. Das kann man so sehen, aber dann bist du in der Abgrenzung, dann bist du eben im Getrenntheitsbewusstsein, weil du das da draußen siehst und etwas wird dir angetan. Wenn du im Einheitsbewusstsein bist, weißt du, ich bin jede einzelne Situation. Ich bin jede einzelne Gefühlsregung, die es bei mir verursacht. Ich bin die Person, die das bei mir verursacht. Das andere Selbst ist auch das Selbst. Ich bin alles. Und dann darf ich fragen, wozu dient es mir, wenn ich nicht umsonst hierher gekommen bin? Und wenn diese Erde, diese 3D-Erfahrung nicht umsonst eine duale ist, dann darf ich schauen, warum ist sie denn dual? Was kann ich durch die Dualität lernen über meine non-duale Existenz, über mein Einheitsbewusstsein? Wie zeigt mir die duale Welt, wie führt sie mich zurück zu meinem wahren Sein? Und wenn ich das nehmen kann, dann habe ich keine Kämpfe mehr mit dieser Welt, weil ich sie als meine Chance sehe und anerkenne, mich zu erfahren als das, was ich wirklich sein will und das dann auch zu leben. Wenn du dieses Video schaust, ist es dir ein Anliegen, das zu leben. Es geht nicht darum, die Dinge, die Konzepte zu verstehen. Das ganze spirituelle Wissen kann interessant sein, kann spannend sein, ja, können wir uns alle darauf einigen. Aber worauf es nur ankommt, ist, wie wir das leben, dass wir es leben, dass wir es fühlen und umsetzen. Es bringt nichts zu sagen, ich weiß, ich bin Liebe und Licht und dann gehe ich da raus und verurteile alles. Dann bin ich eben nicht Liebe und Licht. Ja, in der Essenz dann schon, aber ich bringe meine Essenz dann nicht hier in die Verwirklichung, in die Umsetzung, in die Realisierung. Und dazu dient eben diese manifeste Welt, dass ich mein wahres Sein hierher manifestiere. Und dazu gehört jeder Gedanke und dazu gehören meine Emotionen. Die dürfen widerspiegeln, wer und was ich wirklich bin, wenn ich das möchte. Wenn ich das nicht möchte, ist das auch in Ordnung. Non-Dualität. Wir dürfen leben, was wir wollen. Aber wenn wir unser wahres Licht, unser wahres Sein, unsere bedingungslose Liebesessenz hierher bringen wollen und dieses Bewusstsein hier leben wollen, dann dürfen wir das. Aber dann dürfen wir auch sehen, dass diese Erde uns genau dazu nutzt. Es ist nicht einfach. Wenn wir voranschreiten, ja, vierte, fünfte Dimension, wird es viel einfacher, weil wir uns dann schon polarisiert haben. Ja, das heißt, Dienst am Selbst oder Dienst am Anderen. Das heißt, gehen wir in Richtung bedingungslose Liebe oder gehen wir einfach in Richtung Selbstbezogenheit? Dann haben wir uns polarisiert und dann geht es weiter in die Verfeinerung dieser Richtung. Aber hier trifft die Entscheidung statt. Hier trifft die Polarisierung statt. Dazu ist sie da. Wir dürfen frei entscheiden, frei wählen, frei in Anführungszeichen, weil natürlich unsere karmischen Muster auch mit reinspielen, die sehr viel unbewusst uns in eine oder andere Richtung lenken. Aber wenn wir uns dessen bewusst werden, können wir selbst damit arbeiten, unsere karmischen Muster auflösen und uns immer freier entscheiden, in welche Richtung wir gehen wollen, wie wir uns polarisieren wollen. Ja? Richtung Einheitsbewusstsein oder Richtung Trennungsbewusstsein. Und wenn es Richtung Einheitsbewusstsein gehen darf, dann dürfen wir das nutzen und leben täglich. Und dazu dient diese Welt. Sie steht uns nicht im Weg. Und so kann es sich anfühlen.
Manchmal denken wir, Mann, es wäre alles so einfach, wenn wir jetzt halt auf einem Planeten leben würden, wo alle Liebe und Licht sein wollen und wo alle Mitgefühl haben und miteinander friedlich füreinander in Happiness feiern wollen. Das wäre wunderbar, das würde mir entsprechen. Das dürfen wir auch erleben. Aber wir müssen hier erstmal uns finden, indem das uns klar wird, das möchte ich und das möchte ich nicht. Und zu sagen, das möchte ich, das ist im Einklang mit mir, bedeutet auch, ich muss dazu werden. Und nicht erst, wenn die Bedingungen perfekt sind, sondern wenn ich weiß, dass ich das schon bin und selbst unter schwierigen Bedingungen, unter noch dualen Bedingungen, das lebe. Also nochmal, als erstes, wir können aus dem Ego heraus nicht in die Non-Dualität. Wir müssen uns erst loslösen von der Identifikation mit unserem Ich. Das Zweite, den ganzen Tag über können wir nicht Urteil üben und ein aufmerksames Auge darauf haben, wenn sich Urteil einschleicht. Und es ist so unglaublich unbemerkt oft, ja, dass wir das gar nicht merken, weil wir einfach auch so konditioniert sind, so sozialisiert sind. Man muss eine Meinung haben, man muss die vertreten, die andere Meinung gilt nicht und dann entsteht da Urteil. Non-Dualität bedeutet Urteilsfreiheit. Und mit Urteilsfreiheit lassen wir auch oder öffnen wir eine Pforte zur Weisheit. Denn Weisheit sagt nicht richtig falsch. Weisheit versteht alles. Weisheit, warum der eine das wählt und der andere das. Und sagt nicht, das ist gut und tugendhaft, das ist schlecht und egoistisch, sondern Weisheit beobachtet, sieht und versteht. Und hält, hat kein Bedürfnis, etwas zu verurteilen. Denn alles kommt aus der einen Quelle. Alles ist göttlich, alles ist eins. Und dieses Alles ist eins wird von der Weisheit erkannt. Alles ist eins in der Liebe, das wird von der Weisheit erkannt. Ich wünsche dir und mir einen wundervollen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn du willst.